Hallo. Es ist so, meine Frau schaut sich die Videos nicht mehr an. Nicht, weil sie ihr nicht gefallen, sondern weil ich ihr gesagt habe, dass ich keine Videos mehr drehe. Damit ich halt wirklich die dreckigen Dinge auspacken kann. Und los geht's. Also manche Leute, die wollen sich in ihren Beziehungen nicht streiten. Ich will immer, dass es ganz harmonisch zugeht. Aber ich finde, dass es Quatsch ist. Also, ich habe mich mit meiner Frau die letzten 4 Tage gestritten und ich finde das schön. Das zeigt, dass in unserer Beziehung immer noch das Feuer lodert, die Leidenschaft brennt und ja, unnötige, nervenaufreibende Gespräche stattfinden, die einen die letzte Kraft rauben. Aber das ist gut. Wir glauben noch daran, den anderen ändern zu können. Dem anderen den eigenen Willen aufzwingen zu können. Dem anderen beizubringen, einen selbst zu verstehen. Und das ist natürlich Quatsch, dass das jemals gelingen wird. Aber wir sind wie frisch Verliebte, Naivlinge. Wir glauben daran. Das finde ich schön, dass das noch so ist und nicht eben, ja, keine Ahnung, dass man halt einfach nicht mehr miteinander redet und wobei wir reden dann schon auch nicht mehr miteinander und schweigen dann den ganzen Tag. Und das ist dann kein schönes Schweigen, so, ah, jetzt habe ich endlich den Menschen gefunden, mit dem ich schweigen kann. Oder dieses Schweigen, wenn man sich halt nichts mehr zu sagen hat. So, wenn man weiß, okay, da ist Hopfen und Malz verloren, also lieber nicht reden, aus dem Weg gehen und sein Ding machen halt und fröhlich bleiben dabei. Bei meiner Frau und mir ist das Schweigen aber schwer. Das lastet auf unserem Herzen und es macht uns fertig. Und dann gehen wir wieder aufeinander zu und streiten wieder miteinander. Also es ist wirklich, hier geht's immer voll ab und das ist gut. Genau so habe ich mir das damals vorgestellt, als ich meinen Eltern beim Streiten zugesehen habe.